Habt ihr Lust, euch ein solches Kostüm zu nähen? Dann bleibt dran! Hi, ich bin Katharina und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein solches Hexenkostüm nähen könnt. Dafür habe ich das Schnittmuster 2486 von Bode genommen, den Ausschnitt ein bisschen verändert und schon ging es los. Ich beginne mit dem Oberteil des Hexenkleides. Als Stoffe habe ich einen schwarzen Baumwollsetat ausgesucht, den ich mit einem Netzgewebe belege. Dadurch entsteht eine schöne Struktur in der Oberfläche. Das Gewebe befestige ich per Hand am Baumwollsetat. Als Akzentstoff nehme ich einen glitzernden Spinnenstoff. Da dieser elastisch und recht dünn ist, habe ich ihn mit Fleselin H200 verstärkt. Um Vorder- und Seitenteile leichter nähen zu können, mache ich am Vorderteil im Rundungsbereich auf beiden Seiten zunächst eine Verstärkungsnaht innerhalb der Nahtzugaben. Anschließend mache ich kleine Einschnitte, aber Vorsicht, nicht in die Naht schneiden. Nun lege ich Seitenteile und Vorderteile rechts auf rechts zusammen und stecke sie fest. Dabei stecke ich zunächst die Enden und den Teilenbereich aufeinander. So kann ich sicher sein, dass die Passform sich nicht ineinander verschiebt. Achtet beim Stecken darauf, dass die Nahtlinien passend zueinander sind, nicht etwa die Nahtzugaben. So kann es vorkommen, dass kleine Eckstücke rausschauen, wie auch hier an der unteren Kante die kleine Ecke, aber das ist richtig so. Und jetzt seht ihr, wie praktisch die Einschnitte sind. Die gerade Kante kann sich der Rundung des Seitenteils wunderbar anpassen. Das fixiere ich natürlich ebenfalls mit Stecknadeln. Ich selbst nähe Prinzessinnennähte am liebsten von unten nach oben, da ich das Gefühl habe, so besser in die Rundung reinzukommen. Im Rundungsbereich muss man immer wieder den Stoff richten und schauen, dass sich keine Falten bilden, gerade unten, damit man nicht diese kleinen Fältchen einnäht. Am besten die Rundungen in Ruhe und ohne Stress nähen, dann klappt das auch. Das Rückenteil habe ich genauso vorbereitet wie das Vorderteil, allerdings habe ich hier auf die Einschnitte verzichtet, da die Rundungen im Rückenbereich sehr gering sind und man kann das auch so gut nähen. Die Seitenteile lege ich auch hier rechts auf die Rückenteile und nähe diese dann zusammen. So sieht es dann aus, ich bin zufrieden. Die Seitenteile sind nun angenäht. Wohin mit den Nahtzugaben? Diese bügele ich jeweils in das Vorder- bzw. Rückenteil. Damit die Nahtzugaben sich schöner hinlegen, schneide ich sie aber vorher ein, und zwar vor dem Bügeln. Wenn das erledigt ist, nähe ich die beiden Rückenteile rechts auf rechts zusammen. In dem Bereich, wo später der Reißverschluss eingenäht wird, nähe ich mit großen Heftstichen. Am Ende dieses Bereichs sichere ich die Naht und nähe mit normalen Stichen weiter. Anschließend bügele ich die Nahtzugaben auseinander. Den Reißverschluss richte ich auf der geschlossenen Naht aus und stecke ihn fest. Erst danach öffne ich die geheftete Naht. Den Reißverschluss nähe ich dann an die Nahtzugaben. Da ich kein Nähfüßchen für verdeckte Reißverschlüsse besitze, nähe ich ihn mit dem normalen Reißverschlussfüßchen an. Das geht in meinen Augen genauso.
Auch hier starte ich am liebsten von unten und nähe ganz entspannt entlang der Reißverschlusszähne. Das ist meine erste Naht. Sie hält den Reißverschluss genau da, wo ich ihn haben will. Jetzt mache ich noch eine Naht, wobei ich die Reißverschlusszähnchen nach außen biege und auf diese Weise ganz nah an den Zähnchen des verdeckten Reißverschlusses nähen kann. Der Effekt ist der gleiche wie beim Nähen mit einem Spezialfüßchen, weshalb ich wohl bisher auch noch keins angeschafft habe. Genauso verfahre ich natürlich auch mit der anderen Seite des Reißverschlusses. Wenn beide Seiten befestigt sind, fädele ich den Schieber durch die kleine Öffnung unten und kann dann den Reißverschluss schließen. Das Durchfädeln kann manchmal etwas mühselig sein, da die Öffnung recht klein ist, aber es geht trotzdem. Hier sind zwei Heftfäden im Weg, die schneide ich ab, damit sie sich nicht im Reißverschluss verheddern. Jetzt bleibt nur noch den überschüssigen Teil des Reißverschlusses wegzuschneiden und einen kleinen Riegel zu machen. Ich mache das meistens von Hand. Vorder- und Rückenteil sind soweit fertig und bereit zusammengenäht zu werden. Ich lege sie rechts auf rechts zusammen und nähe die Schulternähte. Nicht vergessen, die Nahtzugaben danach auseinander zu bügeln. Auf die absolut gleiche Weise habe ich das Futter vorbereitet. Wenn ihr nicht füttern wollt, ist das auch kein Problem, nur versäubert dann bitte alle Nahtzugaben. Futter und Oberteil lege ich nun rechts auf rechts und nähe sie am Halsausschnitt zusammen. Dabei achte ich darauf, dass die Nähte von Futter und Oberteil aufeinander liegen. Beim Zusammennähen nicht hudeln, gerade im Rundungsbereich langsam um die Kurve nähen, gegebenenfalls auch mal das Füßchen heben, um den Stoff auszurichten. Die Heftfäden können danach auch weg. Ganz wichtig, und das dürft ihr nicht vergessen, das Einschneiden im Rundungsbereich. Ansonsten sieht euer Ausschnitt am Ende aus wie Kraut und Rüben. Erst wenn das erledigt ist, nähe ich das Futter an die Nahtzugabe des Oberteils, und zwar mit dem Reißverschlussfüßchen knapp an der Kante entlang. Dabei ziehe ich die Stoffe etwas auseinander und achte darauf, dass die Nahtzugabe sich nicht aus Versehen auf die falsche Seite verabschiedet. Jetzt schließe ich die Seiten. Dafür lege ich jeweils den Oberstoff rechts auf rechts und den Futterstoff rechts auf rechts und stecke die Kanten zusammen. Hier könnt ihr das ganz gut sehen. Das Oberteil ist fast fertig. Was noch fehlt, ist das Futter an den Reißverschluss zu nähen. Ich öffne die geheftete Naht bis zum Ende des Reißverschlusses und sichere die Enden. Anschließend öffne ich den Reißverschluss und nähe das Futter per Hand an. Das mache ich mit der Zaubernaht. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich steche einmal ins Futter und nehme einen kleinen Stich. Dann gegenüber in das Reißverschlussband, dann wieder in das Futter und so weiter. Auf diese Weise entsteht eine unsichtbare Naht.
Spinne mit Futter sieht dein Oberteil einfach schöner aus. Zum Schluss hefte ich noch Oberstoff und Futter an den Armausschnitten zusammen. Ärmel sind im Schnittmuster nicht vorgesehen, aber ich wollte unbedingt welche in Spinnennetzoptik haben. So habe ich einfach selbst welche entworfen. Wie ihr eine passende Ärmelkugel zeichnen könnt, zeigt Andrea super verständlich auf ihrem Kanal Kleider für Julia. Traut euch, das ist überhaupt nicht schwer. Das Video dazu habe ich unten im Infotext verlinkt. Ich stecke die Ärmel an den offenen Kanten zusammen, und zwar so, dass die rechte Seite innen liegt. Dann wird genäht. Mit der linken Seite nach oben nähe ich anschließend im Zickzack über die Naht. Ich starte am unteren Ärmelende, weil meine Ärmel hier schön weit sind. Zum Ende hin wird es etwas fummelig, weil der Ärmel immer schmäler wird. Anschließend schneide ich die Nahtzugaben bis an die Zickzacknaht weg. Das Oberteil drehe ich auf links, den Ärmel auf rechts. In diesem Zustand schiebe ich den Ärmel in das Oberteil. Zuvor habe ich entlang der Ärmelkugel noch eine Heftnaht gemacht, damit ich den Ärmel durch Raffen an den Armausschnitt anpassen kann. Beim Feststecken achte ich darauf, dass Ärmelnaht und Ausschnittsnaht aufeinander liegen, sowie auch die Ärmelmitte und die Schulternaht des Oberteils. Den Rest der Ärmelkugel passe ich durch leichte Raffen an den Ausschnitt an. Genäht wird auf der Innenseite des Ärmels. Auf diese Weise kann ich die schmale Ärmelöffnung sehr gut um das Nähfüßchen führen. Die Nahtzugabe auf Seiten des Oberteils schneide ich auf 3 bis 5 mm zurück. Dabei achte ich besonders darauf, nicht die Nahtzugabe des Ärmels wegzuschneiden, die brauche ich nämlich noch. Anschließend falte ich die Nahtzugabe des Ärmels um die gekürzte Nahtzugabe des Oberteils und stecke das fest. Mit Handstichen befestige ich nun die Nahtzugabe am Futter, und zwar nur am Futter. Passt dabei auf, dass ihr nicht den Oberstoff erwischt. Jetzt sieht das Innen und Außen ordentlich aus. Damit waren die Ärmel fast fertig. Ich habe noch eine Rüschenborte angenäht, was mir aber überhaupt nicht gefallen hat, weil sie sahen dann aus wie die Ärmel von einem Morgenmantel. Daher habe ich aus dem Spinnenstoff nochmal den unteren Teil des Ärmels ausgeschnitten und angenäht. Damit war ich dann zufrieden. Entlang der Naht bringe ich ein Zierband an. Beim Festnähen lasse ich die ersten 1 bis 2 cm offen, damit ich das Ende des Bandes unter dem Anfang verstecken kann. Den Spinnenstoff schneide ich noch in Fetzen und fertig ist der Ärmel. Den zweiten mache ich natürlich genauso. Die obere Rockreihe besteht bei mir aus silberfarbenem Santan und dem Netzgewebe, welches ich schon im Oberteil verarbeitet habe. Das Netzgewebe lege ich auf die rechte Seite des Satins und nähe beide Stoffe an der oberen Kante zusammen. Jede Rockreihe besteht aus 4 Teilen. Zunächst nähe ich jeweils die vorderen beiden und hinteren beiden Teile zusammen. Von der rechten Seite nähe ich noch im Zickzack über die Nähte und schneide die Nahtzugaben zurück. Anschließend nähe ich das vordere und hintere Teil zusammen, das sind dann die Seitennähte. Damit beide Stoffe nicht aufeinander rumrutschen, habe ich sie an der unteren Kante zusammengesteckt.
Da diese Rockbahn eine Fetzenoptik bekommen soll, habe ich die Konturen der Fetzen auf der linken Seite angezeichnet. Dafür habe ich meinen geliebten Friction-Stift genommen, denn dieser lässt sich am Ende einfach wegbügeln. Jedoch verträgt er sich nicht mit allen Stoffen, daher unbedingt vorher ausprobieren. Jetzt nähe ich einfach entlang der angezeichneten Linien. An den spitzen Einschnitten lasse ich die Nadel im Stoff stecken, hebe das Füßchen, drehe den Stoff und nähe dann weiter. Anschließend schneide ich im kleinen Abstand den überflüssigen Stoff weg, so ca. 2 mm von der Naht entfernt. Das obere Rockteil ist fertig und ich bügele nur noch die angezeichneten Konturen weg. Für das mittlere Rockteil habe ich einen lilafarbenen Paniersamt ausgesucht. Ich schneide die Teile aus und nähe sie wie schon beim oberen Rockteil gezeigt zusammen. Die untere Kante schneide ich dann noch in Fetzen und fertig. Das untere Rockteil besteht nur aus zwei Teilen, diese nähe ich zusammen. Als Stoff habe ich mich für ein glitzerndes Gewebe in Gitteroptik entschieden. An die untere Kante möchte ich eine Rüsche aus Netzgewebe anbringen. Dafür habe ich einige Streifen ausgeschnitten, diese zusammengenäht und raffe sie an der Nähmaschine. Dafür stelle ich die Fadenspannung so hoch wie möglich und wähle die größte Stichlänge aus. So sieht das Rüschenband fertig aus. Ich stecke es rechts auf rechts an die Unterkante der Rockbahn und nähe beide zusammen. Anschließend drehe ich alles in die richtige Position und nähe von rechts knapp kantig die Nahtzugaben an den Rockstoff. Dabei ziehe ich die beiden Lagen etwas auseinander. Da ich beschlossen habe, den unteren Rockteil noch mit Tüll zu füttern, raffe ich den Tüll auf die gleiche Weise wie das Rüschenband. Beide Tülllagen stecke ich auf die linke Seite des Rockteils und nähe sie an der oberen Kante zusammen. Bevor ich Oberteil und Rockteile zusammenfügen kann, muss ich den V-förmigen Einschnitt im Oberteil mit einer Naht verstärken und dann einschneiden. Oberes und mittleres Rockteil habe ich zwischenzeitlich zusammengenäht, und zwar mit großen Heftstichen in zwei Reihen nebeneinander. Ich stecke zunächst die Mittel- und Seitennähte von Oberteil und Rockteilen rechts auf rechts zusammen. Dadurch sind vier Abschnitte entstanden. Um die Rockkanten an die Oberteilkanten anzupassen, raffe ich die Rockkante je Abschnitt, bis es passt. Nun wird genäht. Die untere Rockbahn ist vorne offen, daher habe ich sie nur von einer vorderen Seitennaht bis zur anderen angenäht. Um die ganzen Lagen besser kontrollieren zu können, nähe ich ein Schrägband an die Nahtzugaben. Ich falte es dafür auf einer Seite komplett auf und nähe entlang der Falz. Den Anfang falte ich nach innen und nähe das Ende darüber. Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Bevor ich die Unterkante des Futters annähe, verschönere ich noch die Naht mit einem Zierband. Die Futterkante falte ich nun nach innen über die Nahtzugaben. Das Ganze nähe ich mit Handstichen fest. Schneide den Tüllsaum in Fetzen und dekoriere das Kostüm nach deinen Vorstellungen. Jetzt ist das Kostüm fertig. Hier seht ihr noch ein paar Bilder vom kompletten Hexenoutfit. Thank you.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wenn ja, freue ich mich über ein Like. Und wenn ihr wissen wollt, wie man den passenden Hexenhut näht, dann schaut wieder rein, denn das mache ich in meinem nächsten Video. Um es nicht zu verpassen, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.